Herr Bundeskanzler, aus Ihrer Kanzlerzeit gibt es einige Bilder, die im allgemeinen Gedächtnis haften bleiben. Eines davon stammt aus dem September 1984, wo Sie in Verdun mit Staatspräsident François Mitterrand zuerst einige Kriegsgräber besucht haben. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass mit François Mitterrand ein französischer Staatspräsident auf einen deutschen Soldatenfriedhof gegangen ist. Da gibt es aber dieses eine Bild, wo Sie zusammen vor einem Sarg stehen und Sie halten die Hände. Wer hat da wem die Hand gereicht? Man muss vielleicht, um dieses Bild zu verstehen, noch ein Wort zur Vorgeschichte sagen. Im Sommer 1984 war der 40. Jahrestag der Invasion an der Normandiefront. Wobei die Franzosen immer sagen, es war ja gar keine Invasion, sondern es war eine Befreiung Frankreichs. Ja, aber ich bleibe jetzt bei unserem Sprachgebrauch. Und damals gab es eine Riesendiskussion in Frankreich, die ich ehrlich gesagt nie verstanden habe. Ich müsse dorthin. Da war die britische Königin, der amerikanische Präsident, also die Sieger des Zweiten Weltkriegs. Und ich kam damals, ich glaube, wir waren in Fontainebleau, haben uns getroffen zu einer Besprechung. Und da war François Mitterrand in einer sehr unglücklichen Verfassung, weil die Zeitungen geschrieben haben, überredet François seinen Freund Helmut und so weiter. Und da habe ich ihm gleich gesagt, also, das mache ich nicht. Ich sehe mal los, nicht bei Platz in diesem Augenblick. Es ist für die Sieger des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Erfahrung. Aber Millionen Deutsche haben hier eine andere Erinnerung. Ich übrigens auch. Denn dort ist mein Bruder, der später noch gefallen ist, zum ersten Mal schwer verwundet worden. Ich gehe da definitiv nicht hin. Es hat auch sofort akzeptiert, er hat das ähnlich empfunden. Und dann haben wir darüber gesprochen, wir müssten doch eine solche Geste machen. Und dann sagte er, aber dieses überlegen, jenes. Und dann sagte ich, wollen wir nach Verdun gehen. Und das hat einen Grund. Weil wir aus unseren gegenseitigen Erzählungen wussten, der Sergeant François Mitterrand ist auf dem Rückzug im Anfang Juni 1940 durch Tiefflieger dort verwundet worden und in Gefangenschaft geraten. Und mein Vater war im Ersten Weltkrieg, in der ganzen Verdun-Schlacht, in dem ganzen Irrsinn, dieser Schlacht monatelang dort und seine Brüder übrigens auch. Und das hat Verdun für uns eine Rolle gespielt in der Familie. Und dann sagten wir, wir gehen nach Verdun. Und so ist die Geschichte entstanden. Dann haben wir Schulkinder aus beiden Teilen, es waren dann die 20.000 eingeladen, Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg. Und als wir dann dort standen, war das eine unglaubliche Atmosphäre. Da waren diese tausende Schulkinder, die praktisch gar nicht ruhig zu halten waren, mitten in diesen kilometerlangen Gräberfeldern, die natürlich nicht darüber nachdachten, dass da ihre Großväter begraben seien. Die waren so weit weg vom Verdun des Ersten Weltkriegs, wie wir in unseren Schulzeiten über die Perserkriege geredet hatten. Und dann waren gleichzeitig die Veteranen, nicht weit von mir stand Ernst Jünger, der letzte Träger, lebende Träger des Pulmerits aus dem Ersten Weltkrieg, der in Frankreich in höchstem Ansehen immer stand, und viele alten Kompagnons des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. Und in diesem Augenblick hat er so halblaut gesagt, wir sollten uns in der Hand fassen, das ging von ihm aus. Und dieses Bild hat für mich sehr viel bedeutet, aber für ihn auch. Er hat es ja später in eine Plakette schlagen lassen, nach dem Recht eines französischen Präsidenten. Und er war eigentlich bis an sein Lebensende glücklich, dass es dieses Bild gab. Was haben Sie persönlich für sich in dem Moment empfunden? Aha, es war ein sehr glücklicher Moment. Ich verwende jetzt bewusst das Wort glücklich. Wissen Sie, es ist ja nicht nachvollziehbar gewesen, wenn man die Geschichte von 1914 bis 1984 betrachtet, dass wir in zwei Weltkriegen gegeneinander gezogen sind. Und dass sich ja in Verdun eine absolut
ins Absurde überzogene Militärmaschinerie etabliert hat, wo man praktisch nicht nur die Leute im Krieg umgebracht wurden, in der Schlacht fielen, sondern berechnet, wie viel Verlust an Kraft eines Volkes, in dem ganze Generationen gefallen sind, das bedeutet. Und wenn Sie das einmal bezogen auf den Ersten Weltkrieg sehen, ist es ja nicht nur die riesige Zahl etwa junger Leute, Sie brauchen ja nur in ein normales, noch überlebtes Gymnasium, ein Gymnasium ist ein Gebäude, überlebt hat den Krieg sehen, und Sie sehen, oder an der Universität, und sehen die Zahl der Gefallenen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, dann wissen Sie, die sind natürlich gefallen, aber sie haben auch keine Familie gegründet. Sie haben keine Kinder erzeugt, sie haben nichts weiterleben dürfen. Und das war, ist in Verdun für mich immer wieder, wenn ich in Verdun vorbeikomme, das springt einem förmlich an. Das ist Irrsinn pur. Und in dem Beinhaus oben, wir waren ja dann an dem Oseer, ist das ja besonders deutlich. Und ich muss sagen, dass ich erleben durfte, ich hätte mir gewünscht, mein Vater hätte das erlebt, dass ich erleben durfte, dass wir zwei da standen und wir wussten, was wir wollten und dachten. Wir waren ja völlig deckungsgleich. Das war für uns beide eine große Stunde. Und es hat wahrscheinlich auch Ihre Beziehung noch gefestigt. Enorm gefestigt, das ist keine Frage. Unsere Beziehungen waren eben nicht nur die politischen Beziehungen des Tages, das war es auch. Und François Mitterrand, der hat nie gesagt, ich, François Mitterrand, sondern lieber Frankreich, er ist ja die Inkarnation gewesen, der wusste schon natürlich ganz genau, seinen Vorteil wahrzunehmen für sein Land, so wie ich auch. Aber dieses aufeinander angewiesen sein, das war eben das, was absolut dominant war. Ihre Zeit der Kanzlerschaft war ja auch geprägt von vielen persönlichen Freundschaften und die helfen ja dann auch in der Politik und haben ja sicherlich geholfen in der Zeit der Einheit. Sie haben drei amerikanische Präsidenten erlebt, Reagan, Bush und Clinton. War die Freundschaft mit allen drei gleich oder war es anders? Oder? Es waren drei verschiedene Männer, aber es ist, alle drei leben ja noch, leider ist Ronald Reagan sehr krank, in eine wirkliche Freundschaft geworden. Mit Ronald Reagan, das begann für mich sehr günstig. Ich kannte ihn überhaupt nicht, ich war Oppositionsführer, er war Ex-Governor, galt als Präsidentschaftskandidat. Diese gescheiten Leute, in Anführungszeichen, in Bonn, die sowas auch in Ämtern prüfen, kamen zu dem Ergebnis, der wird nie gewählt. Folglich hat ihm keiner in Bonn einen Termin gegeben. Und dann bin ich gefragt worden. Und mich hat der Mann eigentlich jetzt nicht wegen der Präsidentschaft interessiert, sondern was vorher, hat ein paar Sachen als Governor in Kalifornien gemacht. Das hat mich interessiert. Und da war er da. Als Kandidat, von Aussicht war gar keine Rede. Und dann haben wir uns unterhalten und es war ein sehr intensives Gespräch. Er hat gar kein Hehl draus gemacht, dass er überhaupt keine Ahnung von europäischen Dingen hatte. Er kam ja aus Kalifornien, von der anderen Seite, auf der pazifischen Seite der Vereinigten Staaten. Und dann hat das Gespräch so gut gelaufen, dass ich einen Termin rausgeschmissen habe. Und haben uns richtig intensiv unterhalten über die deutsche Teilung. Das war übrigens ein permanentes Thema, seine ganze Zeit hindurch. Und dann ist er Präsident geworden. Und dann hatte ich, wenn Sie so wollen, einen glänzenden Einstand. Er hat nie vergessen, dass ihn das amtliche Bonn über die Schulter geguckt hat. Und einer hat mit ihm geredet. Das ist übrigens der gleiche Satz, man sieht sich im Leben zweimal. Und dann hat er... ist das ein sehr intensives Gespräch immer gewesen. Und eine Sache war dominierend bei ihm. Er mag die Deutschen. Er hatte überhaupt keine Aversion, obwohl er mit bestimmten Kreisen des jüdischen Weltkongresses in Hollywood und anderswo viele Beziehungen hatte, die nicht nur zu unseren Gunsten sprachen. Da war seine Position eindeutig. Und vor allem, ich denke immer daran, wenn ich am Brandenburger Tor stehe, durchlaufe. Für ihn war der Satz, Herr Gorbatschow, öffnen Sie dieses Tor, kein PR-Trick. Für ihn war eine Teilung Deutschlands indiskutabel. Er hat es mal so formuliert,
Es ist, als wenn man einen Körper ein Stück abschneidet, auch wenn der Körper weiterlebt. Der nächste war George Bush, den kannte ich natürlich sehr gut, weil er Vizepräsident war. Bei Fort Schuss kommt hinzu, muss ich ausdrücklich sagen, Barbara Bush, eine fantastische Frau, die sich vor allem mit meiner Frau aufs Herzlichste bis zum heutigen Tag versteht. Und die, auch wenn sie nach Deutschland kamen, da war das Herz ganz offen. Und ohne George Bush wäre die deutsche Einheit nie möglich gewesen. Ohne Ronald Reagan und seine Politik der Eindämmung, seine Politik der Überrüstung und die Russen, die Sowjets ins Joch zwingen und ökonomisch dann ihren Kollaps mit herbeiführen, wäre es nicht möglich gewesen. Und George Bush hat dann eigentlich auch das Stück und Dünn zu uns gehalten. Wir werden ja sicher gleich noch über das Thema reden. Und bei dem Dritten, bei Bill Clinton, das war sehr schwierig für mich am Anfang, weil ich ja ein klarer Parteigänger von George Bush war, bei der Präsidentenwahl. Ich habe auch nie einen Hehl draus gemacht. Wie kam ich dazu? Bush war immer zu uns gestanden und ich bin dafür, dass man die Freunde nicht vergisst. Und da war die erste Begegnung. Und es knisterte so ein bisschen, es stand ja schon in den Zeitungen. Und da habe ich ihm gleich gesagt, zu Beginn, Herr Präsident, bevor wir jetzt anfangen, bevor Mitarbeiter kommen, waren ja nur die Dolmetscher dabei, lassen Sie uns über unsere Beziehung ganz offen reden. Sie wissen, ich war für George Bush, sein Freund von mir, ein Freund unseres Landes, er hat alles getan. Ich war nicht hier unterwegs, um mich zurückzuhalten, sondern ich habe gesagt, dieser Präsident hilft uns. Das richtet sich nicht gegen Sie als Person, aber das war meine Position, das müssen Sie verstehen. Und das Gespräch ist dann, hat er ganz offen auch angesprochen, dass er es alles gesehen hatte. Und dann habe ich am zweiten Teil zu ihm gesagt, lassen Sie uns mal über uns reden. Sie wissen ja nur von mir aus den Akten und den Berichten und Sie wissen so gut wie ich, wie viel dummes Zeug da steht. Lassen Sie uns das schildern. Wo ich herkomme, mein Herkommen, Elternhaus und so weiter. Und das ist seine. Er hat ja nun wahrlich keine einfache Jugend gehabt. Und dann war das Gespräch friedlich offen. Dann haben wir unsere Delegationsgespräche gemacht. Die Mitarbeiter waren zum Teil sehr verblüfft, dass gar keine Spannung da drin war. Und am Abend nach dem Essen sagte er, und das war, wenn Sie so wollen, der Durchbruch, sagte er zu mir, ob ich noch einen Moment Zeit hatte, da zu bleiben. Da sagte ich, ja. Und er ist rausgegangen und kam mit einer älteren Dame und sagte, das ist meine Mutter. Und sie haben vorhin von ihrer Mutter erzählt. Und dann saß sie bei uns und dann haben wir halt so erzählt, wie es meiner Mutter gegangen ist im Alter, wie man halt normale Leute miteinander reden. Das war die Stunde des Beginns einer Freundschaft. Auch manch einer Ihrer Mitarbeiter sagt, mit der Sprache, da würde es manchmal bei Ihnen, sagen wir mal, ungenau werden. Insbesondere wurde das gesagt, als Sie einmal Gorbatschow als Public Relations Mann mit Goebbels verglichen haben. Und das war eine Riesendummheit. Das mal sagen, das war ein hintergrundgerotztes Interview, das trifft aber mich. Man hat einfach nicht nochmal nachdenklich überlesen müssen, das hat bloß keiner gemacht. So was passiert in diesem Geschäft. Ich habe mich später dafür entschuldigt, das ist auch, hat uns dann auch später gar nicht mehr sonderlich berührt. Daraus ist ja auch eine persönliche Beziehung erwachsen, die überhaupt nicht, aber wirklich überhaupt nicht vorher sabbar war. Mit Michail Gorbatschow habe ich vorher versucht, bevor er ins Amt kam, Kontakt zu kriegen, aber das ist ja immer abgeriegelt worden. Und dann war ja diese Serie von Beerdigungen, Brezhnev, Andropow und dann Tschernenko. Und da habe ich ihn eigentlich zum ersten Mal richtig gesehen und gesprochen. Und da waren wir noch sehr, sehr weit auseinander. Und im Laufe der Gespräche habe ich ihn ja mehrmals getroffen. Dann hat sich das verbessert, ist dann respektvoll geworden. Aber damals war der Einfluss von Gromyko noch sehr stark spürbar und der Gromyko war ja nun völlig auf dem Dampfer. Wer über deutsche Einheit redet, ist ein Kriegstreiber und das hat er dann schon einen vor den Latz geknallt.
Das eigentliche Gespräch dann mit Michael Gorbatschow, der Durchbruch war ja hier auch, als er dann allein da war im Sommer 1989. Das war die Zeit, wo die Leute Gorbi, Gorbi überall in Deutschland riefen. Er war ja nun populär wie kaum ein anderer, mit Recht. Und wo Perestroika und die ganzen Veränderungen ins Haus standen. Und damals war dann meine Frau mit Reiser Gorbatschow drüben am Bungalow gesessen. Wir saßen da unten auf der Mauer. Und das ist diese berühmte Szene, die er selber veröffentlicht hat. Deswegen rede ich jetzt auch drüber. Ich habe das lange nicht getan. Und das war schon sehr eigenartig. Nur die Dolmetscher und unten waren die Liebespaar, die in der Nacht auch sehr erstaunt waren. Wir saßen viele Stunden da. Und damals zum ersten Mal geredet, wie machen wir weiter? Es war die Rede von einem Vertrag. Wir nannten das großer Vertrag zwischen Bundesrepublik und Sowjetunion. Und ganz am Ende kam dann ich darauf zurück. Wir waren ziemlich weit in unseren Überlegungen und sagte ihm aber, wir können machen, was wir wollen. Das Thema der deutschen Einheit besteht. Und natürlich war ich weit davon entfernt zu glauben, dass das morgen passiert. Wenn Sie mich an dem Abend gefragt hätten, hätte ich gesagt, ob ich das erlebe, weiß ich nicht. Ob ich es im Amt erlebe, bin ich sicher, dass ich es nicht erlebe. Es war eben im Sommer 89. Und damals hat er dann, war dieses Zitat, als ich ihm sagte, der Fluss, der Rhein geht hier vorbei und Sie können ihn stauen. Aber dieses Wasser kommt ins Meer. Und wenn die Deutschen wollen, kommt die deutsche Einheit, wann immer das ist. Und wenn sie den Fluss stauen, zerschlägt er das Ufer. Das war das erste Mal, dass er nicht widersprochen hat. Und vielleicht war der Nebenwirkung, die später gar nicht so beachtet wurde, auch von mir nicht, dass er damals zum ersten Mal ganz offen darüber sprach, dass er größte Versorgungsschwierigkeiten hat. Wir haben das zwar gelesen, aber dass er selber sagt und sozusagen zugibt, das war neu. Und dann hat er darüber gesprochen, ob wir helfen würden. Und das haben wir dann einige Monate später getan. Das gehört zu den Kuriositäten. Das war das bestangelegte Geld der Republik in dieser Zeit, als wir dann nach der Sowjetunion Zucker, Butter und in Wahrheit den halben NATO-Vorrat geliefert haben. Und dass die deutschen großen Kaufhauskonzerne, das haben sie allerdings dann bezahlt, die Sowjets, Büstenhalter in großer Zahl, Damenschuhe, Schlüpfer und solche Sachen geliefert haben und plötzlich die Regale in Kiew und in Moskau wieder voll waren. Das sind auch so Wirkungen, die man erleben kann. Ihre Erfahrung ist, dass die persönliche Beziehung unglaublich viel ausmacht und Sie haben immer mit Ihrem privaten Leben die anderen Leute geöffnet. Ja, ich habe das ja dann sehr bewusst gemacht, auch Leute in meiner Heimat zu holen. Und da hat mancher drüber gelästert. Aber ich kann nur sagen, die Wirkung vom Speyerer Dom ist ungeheuer. Boris Jelzin sagte, als er da saß und Bach pur zu hören war, sagte zu mir, jetzt bin ich mitten in Deutschland und in Europa. Der romanische Dom spricht für sich, das ist hier nicht eine Frage jetzt des Glaubens, aber das ist eben nicht irgendein Platz, keine Autofabrik oder so etwas, sondern es ist ein Denkmal der Baukunst des christlichen Abendlandes und vieles andere mehr. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn Sie in dem persönlichen Umfeld mit Leuten sind, dass sie ganz anders sind. Das ist im privaten Leben ja nicht anders. Ein gescheiter Chef, der neue Leute einstellt, versucht er auch, wenn er nicht ganz dumm ist, etwa die Frau kennenzulernen, wie sind die eigentlich privat? Sie haben gerade Jelzin angesprochen. Jelzin ist ja einer, der Sie auch um Rat gefragt hat, wahrscheinlich aufgrund Ihrer sehr viel längeren politischen Erfahrung, wenn es um russische Dinge geht, ja. Zum Beispiel um die Parlamentswahl oder Parlamentsauflösung 93. Und haben Sie da ganz offen mit ihm geredet, ja. Wie mit einem anderen Politiker? Ja, mit Boris Jelzin. Das ist wiederum so eine Geschichte. Mit dem Boris Jelzin, den kannte ich als den, der gegen den Gorbatschow sozusagen auftrat. Und das hat mir nicht gefallen. Ich weiß ja, was wir Gorbatschow zu verdanken haben, neben Bush.
oder mit Buschi sehr der andere, ohne den die deutsche Einheit gar nicht denkbar gewesen wäre. Aber bei dem, ich habe ihn dann kennengelernt und als es dann mit dem Putsch war, haben wir miteinander telefoniert und Busch hat telefoniert und er hat ja dann unsere Stimmen überspielen lassen auf dem Platz, damit die Leute sehen, die Welt guckt dorthin. Und dann war halt die Erfahrung mit ihm in einem ganz wichtigen Punkt. Und daran halte ich fest bis die ganze Zeit bis heute. Er ist ein absolut verlässlicher Mann. Ich habe jetzt nicht hier über Innenpolitik zu reden. Aber es gab immer wieder Stationen, wo er nicht hätte so entscheiden müssen. Ich will mal auf einen Punkt früher zurückgehen. 1984 waren Sie mit Mitterrand in Verdun, dann kam 1985. 1985 war das Datum 40 Jahre nach Kriegsende. Sie hatten vorgeschlagen, dass Ronald Reagan im Bundestag reden sollte. Dagegen war Bundespräsident von Weizsäcker, weil er reden wollte. Sie sind dann mit Ronald Reagan unter anderem nach Bitburg gegangen. Das war ja eine Geschichte, die sehr diskutiert wurde, auch sehr kritisiert wurde, weil man bei der ersten Besichtigung nicht festgestellt hatte, dass da auch Leute von der Waffen-SS lagen. Warum sind Sie eigentlich nicht, nachdem man das erkannt hatte, von diesem Plan zurückgetreten? Ja, weil der Plan ja ganz anders war, wie er dann abgelaufen ist. Wenn man hier von einem Fehler sprechen will, übrigens die Idee, nach Deutschland zu gehen und an Kriegsgräber zu gehen, stammt ja von Ronald Reagan. Er war ja angeregt von der Szene in Verdun und sagte, das machen wir auch in Deutschland. Und dann haben die Amerikaner etwas vorgeschlagen, was ich heute noch nicht kapiere, aber die Rede von einem fünftägigen Besuch. Ich habe das dauernd angezweifelt, weil ich glaubte, dass der Präsident der Vereinigten Staaten so lange kommt. Und in unserem Programm war der Beginn der Besuch des Konzentrationslagers Dachau. Ist das nicht nachträglich so gedreht worden? Ja, dann. Das Problem dieses Besuches oder solcher Besuche war, ist immer, der amerikanische Präsident kommt ja nicht. Da kommt eine Riesenmaschine und mindestens zwei mit Journalisten. Und Sie können nicht 400 oder 500 Journalisten wegtransportieren, Sie müssen in der Nähe des Flughafens sein. Und dadurch, dass dann der Besuch gekappt wurde, er fuhr dann zwei Tage zu Juan Carlos nach Spanien, fehlten uns Elemente dieses Besuches. Und Bitburg hatte seinen Grund, und der ist auch gar nicht bestritten worden. Erstens mal ein riesiger technischer Grund, Flughafen, wo die großen Maschinen des Präsidenten und sein Konvoi landen konnten. Zweitens, das war für mich sehr wichtig, Bitburg war, ich vermute ich heute noch, der Ort mit den meisten deutsch-amerikanischen Ehen. Hängt mit der Airbase zusammen. Mit den meisten deutsch-amerikanischen Kindern, die dort auf die Welt gekommen sind. Und mit einem Friedhof, in dem beileibe nicht mehr SS-Soldaten liegen als auf anderen. Es gibt keinen deutschen Soldatenfriedhof, in dem keine SS-Soldaten liegen. Wenn Sie den Bonner Friedhof betrachten, wo jahrelang die Staatsbesucher waren, werden Sie die gleiche Feststellung treffen. Bloß darüber hat niemand geschrieben. Und dann, und das gehört zu den Dingen, die ich bis zum heutigen Tag nicht akzeptiere, war ja auf dem Soldatenfriedhof war nicht also irgendeine Gruppe von SS-Leuten, sondern die Gefallenen der Ardennenoffensive des Kriegsendes. Fast lauter ganz junge Leute. Keine Leute mit hohen Rängen. Und als wir dann zwei, drei Jahre später im amerikanischen Senat darüber diskutierten, mit den Senatoren aus den verschiedenen Ausschüssen, habe ich einem bekannten amerikanischen Senator gesagt, Senator, wenn diese jungen Leute nicht gefallen wären am Ende des Krieges und wären davongekommen, wären sie in ein Sondercamp gekommen, dann wäre dann geguckt worden, was habt ihr bei der SS gemacht. Und dann wären sie an Weihnachten 1945 unter die Jugendamnestie gefallen, die der amerikanische Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower dann verhängt hatte. Und sie wären heimgekommen, wären als Studenten irgendwas geworden
jetzt will ich gar nicht sagen, wer alles was geworden ist, bei der Waffen-SS als junger war und wir in den Vereinigten Staaten mit großem Respekt empfangen worden. Diese Sache gehört zu den infamen Erfahrungen meines Lebens. Und da waren auch ganz andere Kräfte dabei unterwegs, um daraus ein Szenario zu haben. Wer die Geschichte genau kennt, muss sehr vorsichtig sein mit einem Urteil. Damals gab es die Rede von Bundespräsident von Weizsäcker, die weltweit ein sehr positives Echo gehabt hat. Die Geschichte mit Bitburg hat eher ein negatives. Und es ist auch eine Zeit, wo man merkt, dass zwischen dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler es zu Missstimmungen kommt, bis zum Schluss ja eigentlich. Was war denn der Grund? Also zunächst einmal, mir liegt es ja gar nicht, mich zu berühmen, aber die erste ganz wichtige Rede zu diesem Thema war die Rede zur Befreiung des Konzentrationslagers in Niedersachsen. Die hat ein weltweites Echo gefunden und ich kann keine Elemente in einer anderen Rede entdecken, die darüber hinausgegangen sind. Ich habe mich nie dazu so geeignet, in bestimmten Publikationen die gleiche Zustimmung zu finden. Zwischen Richard und Weizsäcker haben sich eine ganze Menge Spannungen ergeben. Wissen Sie, ich habe da keinen Nachtrag zu machen. Ich habe ihn gebeten, damals, als er sich für den Bundestag interessiert hat, dass er in Ludwigshafen kandidiert. Und auf meinen Wunsch hin haben die Ludwigshafener Delegierten das ja auch akzeptiert. Er ist dann selbst nicht bereit gewesen, aus beruflichen Gründen das Mandat zu übernehmen. Hat er nicht kandidiert, sondern wenige Jahre später in Worms. Aber der Mann, der in Worms also hilfreich war, war der gleiche wie der vorher in Ludwigshafen. Und der gleiche war auch hilfreich dann bei den Bonner Ämtern. Und ich habe in einer dramatischen Nacht, es war eine sehr schwere Sache, meinem engen Freund Peter Lorenz, der ja immerhin die CDU in Berlin über 40% gebracht hat, dazu bewegt mit der Begründung, du kannst den Durchbruch nicht bekommen in Berlin, zurückzutreten und Richard von Weizsäcker vorzuschlagen. Nochmal ein bisschen später habe ich ihn auch als Bundespräsident vorgeschlagen. Also wenn ich jetzt gelegentlich höre, dann gäbe es das System Kohl. Dann kann ich nur lakonisch sagen, beim System Kohl, das kann man ja kritisieren. Aber die, die den Nutzen davon hatten, die sollen das eigentlich nicht zuerst kritisieren, sondern eigentlich die, die sagen, das System Kohl ist gegen mich gelaufen. Das ist so ein Fall nicht. Nein, wir haben uns in einer ganzen Reihe, auch vor allem der Deutschlandpolitik, waren wir jetzt etwas anderer Meinung. Er hat ja aber auch sehr stark das Parteiensystem in Deutschland kritisiert. Ja, das verstehe ich deswegen nicht. Er hat ja kein besseres. Wissen Sie, alle, die das Parteiensystem, da kann man ja viel kritisieren. Aber wenn man selber alles durch das System geworden ist, finde ich, sollte man eigentlich eher bescheiden in dem Anspruch sein. Was ist eigentlich so falsch an dem Parteiensystem? Dass nicht genug Bürger mitmachen, aber die Parteien sind doch offen. Und wenn also, ich muss jetzt mal die Parteimitglieder verteidigen, das sind ja nicht viele. Wenn ich das alles zusammenrechne, CDU, CSU und SPD, wir sind gemeinsam ungefähr gleich stark, bei über zwischen 800.000 und 900.000 Mitgliedern und die anderen, ja, die machen doch einen Job, wo sie nichts dafür kriegen. Die gehen also in die Kommunalpolitik, die machen sonst so die Parteiarbeit, oder die ja laut unserer Verfassung und unserer Intelligenz in der Politik die Demokratie gar nicht existieren kann. Und warum ich die jetzt eigentlich, wenn sie offen sind, beschimpfen soll, aber heute sind sie doch nun offen. Ist doch keiner gehindert, kann doch jeder in die CDU oder in die SPD gehen. Natürlich soll er sich schon aus seiner Überzeugung dabei wiederfinden. Ich kann das nicht erkennen. Ich kann auch nicht erkennen, dass das System sehr starr ist. Ich finde nur, wer selbst über dieses System in jedes Amt gekommen ist, soll erst einmal prüfen, ob er auf eine andere Weise in dieses Amt gekommen wäre. Und deswegen ist mein Urteil ziemlich klar. Nun hat der jetzige Bundespräsident letztens die Parteien als etwas, er hat das Wort gierig nicht benutzt, aber er hat es gemeint, als es wieder darum ging, Gelder vom Bundestag zu bekommen, weil sie da ein bisschen aufgerundet haben. Es gab in den 80er Jahren das große Problem, das ja auch die Gerichte beschäftigt hat mit den Spendenaffären von Flick. Ist da nicht manchmal die Frage, ob die Parteien nicht wirklich zu viel Geld bekommen? Ich bin der Meinung, das stimmt nicht. Aber es ist richtig, da waren wir alle mit beteiligt, ich sage das ausdrücklich auch an meine eigene Adresse, dass wir
noch kein System haben aufbauen können, das sozusagen uns in die Lage versetzt, diese Dienstleistungen, die wir in der Politik erbringen, auch wirklich zu finanzieren. Wenn wir nochmal die Flick-Affäre nehmen, da haben die Parteien ja so getan, als wenn sie sich übers Gesetz stellen können, indem sie sozusagen das umgangen haben. Sie waren damals schon mit betroffen. Ja. Aber irgendwann müssen Sie doch gesagt haben, es ist nicht richtig. Ja, wenn Sie so wollen, geht es ja sogar von mir aus, dieses nicht richtig. Wissen Sie, wenn man über dieses Zeitabschnitt redet, muss man natürlich wissen, wie der Wiederbeginn der politischen Parteien und, wenn Sie so wollen, der Republik nach 45 war, genauer gesagt nach 49. Und die Generation, die nach 1949 die Parteien geführt und begründet hat, war völlig geprägt von der Weimarer Republik. Und die Finanzierungsmöglichkeiten der Parteien der Weimarer Republik waren total anders wie heute. Und ein Teil dieser Finanzierungsvorstellungen ist natürlich aus der Weimarer Republik auch in die Bundesrepublik übergegangen. Und der Start der Parteien war ganz unterschiedlich. Die Sozialdemokraten haben zu Recht Wiedergutmachung bekommen, jetzt aus der alten Bundesrepublik, weil sie ja Vermögen hatten, Häuser hatten und was weiß ich. Die hatten ein Startkapital. Eine Partei wie die SPD, wie die CDU, CSU oder die FDP war Neugründungen. Wir sind zwar hervorgegangen aus alten Parteien von früher, aber wir haben kein Vermögen gehabt. Die SPD hat einen riesen Stadtvorteil gehabt, wie sie ihn heute übrigens wieder hat. Die SPD hat Wiedergutmachung bekommen von fast 70 Millionen nach der deutschen Einheit. Eine Sache, wo ich schon gelegentlich darüber nachdenke, dass eine Partei, die so wenig für die deutsche Einheit in der Schlussphase getan hat, den meisten Rewach gemacht hat. Wir haben nichts bekommen, weil die SPD unter dem Signum der Zwangsvereinigung ihr Vermögen erst später bekommen hat. Dies hat von vornherein zu einer Schrägwirkung geführt. Zweitens waren die Gewerkschaften auf der Seite der SPD gestanden, die Unternehmer, die Wirtschaft hat mehr auf der Seite von CDU und FDP. Und es ist gar keine Frage, dass das, was in den 50er Jahren aufgewachsen war, aufgrund eines Gutachtens des Finanzministeriums, ein Gewicht bekam, das falsch war. Und ich war ja nun als junger Parteivorsitzender einer von denen, der dagegen anging. Nicht aufgrund meiner eigenen Überzeugung, sondern weil der damalige Finanzminister in Rheinland-Pfalz, Johann Wilhelm Gattung, bei Prüfung dieser Unterlagen gesagt hat, das geht nicht. Und so bin ich ja in eine Besitzung der Parteiführer gegangen und der Schatzmeister. Und habe das gesagt. Und das hat aber keine Mehrheit gefunden. Aber meine Äußerung, dass dies nicht der richtige Weg ist, hat ja später bei den Verfahren eine enorme Rolle gespielt. Wobei ein Großteil der Leute, die Geld gespendet haben, gutgläubig waren. Und der Fehler war, dass man eigentlich nicht den Mut hatte, das mal sozusagen bis zuletzt auszukratzen und sagen, lasst uns jetzt wirklich mal alles auf den Tisch packen und sagen, das ist die Regel. Dann hätte man längst eine Regel und ein Gesetz treffen müssen, aber dafür gab es ja keine Mehrheit. Hat es Sie eigentlich sehr verletzt, dass Otto Schily, der inzwischen Innenminister ist, dann auch gegen Sie Strafanzeige erstattet hat? Nein, bei Schily kann mich nicht verletzen. Was zu Herrn Schily fällt, mir für den Rest dieses Lebens nichts mehr ein. Kommen wir noch mal jetzt in Ende der 80er Jahre. Es kommt der Zusammenbruch eigentlich des Sowjetreiches. Dazu gehören Umwälzungen ja in ganz vielen Ländern. Eigentlich in allen Satellitenländern. Es kommt auch zur Umwälzung in Rumänien. Ceausescu, haben Sie den gekannt? Haben Sie ja. Aber zu den Umwälzungen zunächst. Ich finde ja, wissen Sie, wenn man über die deutsche Einheit redet, finde ich es nicht gerecht, dass man das, was die Vorläufer waren, dabei vergisst. Ohne den Prager Frühling hätte es keine Entwicklung gegeben in das Zentrum der Macht nach Moskau, ein Wetterleuchten am Horizont. Ohne die Solidarność. Ich finde es ganz schlimm, dass jetzt in der Debatte über den Beitritt Polens in die Europäische Union wir richtigerweise vom Geld reden, aber nicht um die geschichtliche Leistung der Polen bei der Entwicklung auch zur deutschen Einheit sprechen.
ohne den Papst, der aus Polen kam, und der allein durch seine bloße Existenz die solidarisch überhaupt beim Durchhalten ermöglicht hat, ohne die Ungarn, den Reformkommunismus, den Gulasch-Kommunismus, der dann ja mit der Eröffnung 89 im Sommer der Grenze im Burgenland seinen Höhepunkt fand, ohne das wäre das alles ja so nicht möglich gewesen. Und deswegen finde ich, man soll die anderen Länder schon dabei in Betracht ziehen. Jetzt bitte noch einmal den zweiten Teil. Ceausescu hatte ich nochmal gesprochen. Das war, gehört zu den schrecklichsten Erfahrungen meines Lebens. Ich muss sagen, warum soll ich es nicht sagen? Als ich da eines Abends dann im Fernsehen sah, die Bilder, wie er dann tot vor diesem Dorfschulgebäude lag mit seiner Frau, da habe ich aber wirklich null Mitleid empfunden. Ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal mit ihm verhandelt. Und das gehört zu den barbarischsten Erinnerungen. Wissen Sie, wenn man so im Süddeutschen vor allem durch die Gegend zieht, dann heißt es, das ist eine Raubritterburg. Und dann hat einer gesessen, da hat die Leute gefangen und gegen Lösegeld freigegeben. Und so kam ich mir vor, eine besondere Szene, mal in meinem Zimmer am Kanzleramt. Sie saß gegenüber direkt und er daneben. Sie hat auch dauernd reingeredet, sie hat schon das Heft in der Hand gehabt. Das haben sie zwar häufig, aber nicht in einer so barbarischen Form. Und dann haben wir wirklich wie im Zug gefeilscht um die Kosten für Menschen. Gescheite Leute, pseudo-gescheite Leute, haben gesagt, das darf man nicht machen. Nur die Rumäniendeutsche, sie, denke ich, gehört zu der Gruppe, die mehr für die Tatsache, dass sie Deutsche waren, gelitten haben als viele andere. Viele haben gelitten und die Deutschen haben auch Schreckliches angerichtet. Aber die Rumäniendeutschen, die ja zum Teil seit Generationen dort waren, aber ihr Deutsch schon bewahrt hatten, wurden dann 43, 42 zur Waffen-SS eingeberufen. Die sind nicht gefragt worden, sie sind automatisch dorthin. Weil sie aber bei der Waffen-SS waren, sind sie dann in Sibirien besonders misshandelt worden. Ihre Frauen sind verschleppt worden. Und diese wirklich armen Leute, denen man alles genommen hat, bis hin dann zur Kolchosierung, was alles war, die standen dann an und dann haben wir halt geredet. Der hat Leute mit Abitur zahlen wir so viel, Leute mit Studium zahlen wir so viel. Eine absolut für das 20. Jahrhundert barbarische Vorstellung. Wir haben es getan und wir haben Geld ausgegeben und ich stehe auch heute noch dazu. Aber die Gier, mit der die zwei das betrieben haben, gehört zu dem Entsetzlichsten. Es war eine, diese zwei waren eine wirkliche Heimsuchung der Menschheit. Geld hat natürlich auch immer in der Einheit, im Einheitsprozess eine Rolle gespielt. Sie haben selber gesagt, das Beste, was wir Gorbatschow tun konnten, 1989 war, dass wir dort Nahrung hingeschickt haben und so weiter und so fort. Und die geheimen Gespräche, die es ja hier gegeben hat zwischen den Ungarn und Ihnen, die gingen ja auch darum, dass es hieß, wir brauchen auch Unterstützung. Ja, aber bei den Ungarn war es schon so, das darf man nicht vergessen. Erstens einmal war meine Position, übrigens die auch von Hans-Dietrich Genscher, der auch in dieser Sache sich große Verdienste erworben hat, muss man gelegentlich sagen, weil ja alles vergessen wird. Wir hatten mit den Ungarn ja seit geraumer Zeit beobachtet, wie da sich die Dinge öffnen. Mit den Ungarn hatten wir noch einen Vorteil, das ist eines der wenigen Länder, mit denen wir nicht gegen die Kriege geführt haben, sondern die Ungarn waren immer auf unserer Seite, haben immer mit uns verloren und haben uns aber nie verraten. Und ich habe dann bei den Kontakten, als man merkte, dass das System sich verändert, habe ich sofort gesagt, wenn wir denen wirtschaftlich helfen können, das haben wir übrigens schon vor den Abmachungen gemacht, werden wir es tun. Und dann habe ich mal entdeckt, als die Sache dann im Sommer 89 voranging, in Ungarn ging das ja, waren das ja unglaubliche Thesen, wenn Sie nachlesen, wie das Politbüro der SED darauf reagiert hat. Nicht nur die Grenzöffnung, sondern alles, was sie im Land gemacht haben, Mehrparteiensystem und so. Da hatte ich
rein zufällig mit Nemeth in einer anderen Sache, ich glaube auch wegen Geld, telefoniert und am gleichen Tag mit Gorbatschow in einer wiederum anderen Sache. Und dann habe ich ihm erzählt, ich hätte mit Nemeth gesprochen. Gorbatschow. Ich habe Gorbatschow ja. dies erzählt. Und dann sagte ich, wie finden Sie denn ich, den Gorbatschow? Da hat er nicht geantwortet. Und er sagt, wie finden Sie ihn denn ich? Da habe ich gesagt, mir gefällt es sehr gut. Da war ein Moment still und sagte, das sind gute Leute. Dann habe ich bei mir gesagt, was immer ist, der gibt Rückendeckung. Und so sind wir dann in diese Gespräche gekommen. Und wissen Sie, das war der Durchbruch. Da hat sich ausgezahlt, dass wir die doppelte Staatsbürgerschaft nicht eingeführt hatten. Also die Trennung Staatsbürgerschaft nach der Seite, die DDR-Staatsbürgerschaft nicht. Und dann haben die Ungarn ganz cool erzählt, es gibt nur Deutsche. Und die wussten schon, was sie machen. Und dass wir ihnen helfen, das ist auch wahr. Aber warum eigentlich nicht? Wissen Sie, wenn ich die Summe betrachte, die uns der Kalte Krieg Jahr für Jahr gekostet hat, was uns die Rüstung gekostet hat, und was uns nun der Prozess der deutschen Einheit gekostet hat, wenn ich das alles betrachte, und es hat dem Frieden gedient, ich verwende jetzt mal bewusst dieses Wort, war das doch ein fantastisches Geschäft. Dass das mit der DDR dann schwieriger war, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion uns die Märkte weggebrochen sind, das hat kein Mensch gewusst. Ich habe im Sommer 1990 in Kiew noch mit Gorbatschow für 30 Milliarden eine Hermes-Garantie der Bundesrepublik für Lieferung aus den neuen Ländern, also aus der DDR, späteren neuen Ländern, in die Sowjetunion vereinbart. Und wir dachten, dass wir dann das Niveau halten können, dass die Betriebe, die noch nicht auf dem Niveau des Weltexports sind, die Übergangszeit schaffen. Und ich habe Und auf dem Flugplatz habe ich ihn gefragt, damals duzen wir uns dann, was ist denn mit dem Gerücht, es gibt einen Putsch. Da lacht er über das ganze Gesicht und sagt, das kannst du vergessen, ich will jetzt die Verbalunion weglassen. Die werden nie putschen. 3 Wochen später war der Putsch und 6 Monate später war die Sowjetunion zusammengebrochen. Das konnte doch in dieser Form gar kein Mensch entdecken. Aber wenn sie das noch einmal nach der Summe, was wir bezahlt haben an die Sowjetunion, das alles zusammenrechnen, dann kann ich nur sagen, wenn uns 1970 jemand in Deutschland gesagt hätte, für dieses Geld könnt ihr dieses politische Ziel erreichen, wäre für verrückt erklärt worden. Und deswegen ist es ab und zu mal ganz nützlich, wieder daran zu erinnern, dass es bei allem, was es gekostet hat, wenig Geld war und viel Frieden und Freiheit. 1989 war es innenpolitisch so, dass Geißler versuchte, sie zu kippen, dass man sagte, 1990 ist die Bundestagswahl, die können wir mit Helmut Kohl gar nicht mehr gewinnen, diejenigen, die sie kippen wollten. Auf der anderen Seite entwickelt sich etwas, wo Sie wahrscheinlich als alter Hase sagen, das ist die große Chance. Sie selber haben den Spruch von Bismarck und dem Zipfel des Mantels der Geschichte, den man ergreifen muss, ja damals auch zitiert. Hat das Sie manchmal beeinflusst, wenn Sie gedacht haben, ich muss die Meinungsführerschaft im Einigungsprozess ergreifen? Ja, also das geht natürlich schon ein Stück viel früher los. Wenn Sie das rekapitulieren, dann muss man doch ehrlich sagen, dass wenn Sie die sogenannte Oberschicht, also Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Wirtschaft, was Sie sich vorstellen, nehmen, nicht die breite Masse der Bevölkerung, war doch in den Jahren nach 1986 der Wille zur deutschen Einheit ziemlich geschrumpft. Und die Bewunderung für die 10 größte Industrienation der Welt, so hat ja die Propagandathese der DDR gelautet, war ja schon ziemlich allgemein unterwegs. Und dementsprechend galt ja einer wie ich als ziemlich verrückt. Der Sendbote des Jüdischen Weltkongresses, eine Organisation, die mir in langer Zeit besonders nicht gewogen war und ist vermutlich auch, aber das ist mir ziemlich gleichgültig, die hat damals dem Außenminister Hoffmann, der DDR-Regierung als Honecker gestürzt war, Stoff gestürzt war
und die neue Regierung kam, gesagt, man werde alles tun, um die DDR zu erhalten. Man sei gegen die deutsche Einheit. Und man solle sich doch nicht nur mit diesem verrückten Einheitsfanatiker als Bundeskanzler unterhalten. Es gäbe auch andere, übrigens in der CDU, das war ja auch so. Also ich bin da weit davon entfernt, das parteipolitisch zu sehen. Und in dieser Situation waren schon Wetterleuchten am Horizont zu sehen. Für mich eine der bittersten Sachen dieser Zeit, Sie sehen es ja an den Bildern, wenn Sie die Fernsehfilme heute angucken, war der Besuch Honeckers bei uns in der Bundesrepublik. Das war für mich eine körperliche Pein, dass ich die Fahne und die Nationalhymne sozusagen mit akzeptieren musste. Es war gar nicht eigentlich mein Hauptpunkt, der Honecker selbst. Mit dem Honecker habe ich bei meinem allerersten Treffen, das war bei einer der Beerdigungen, ich glaube mit Andropow, in Moskau, haben wir uns ganz vernünftig miteinander reden. Er ist ja praktisch Nachbar von der Pfalz her gesehen. Wir haben einen Haufen gemeinsame Bekannte. Er als junger Mann vor 35, die bei mir in meinem Altersabschnitt dann später Pfarrer waren in dem Verein. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten. Und ich weiß noch, wie ich zu ihm sagte, Herr Honecker, wenn wir mal miteinander ins Pfälzisch reden würden, könnten die beim Abhören uns nicht verstehen. Das fand er, im Moment war er ganz erstaunt und dann fing er an zu lachen. Irgendwo ist ihm das dann doch in den Kopf reingegangen. Aber bei dem Besuch dann ist mir klar geworden, dass er zwei Dinge. Erstens, dass er wirklich nicht mehr kann. Unsere Information war nicht sehr gut. Sie wissen ja, dass die nach dem Stoff-Brandt-Gespräch seinerzeit in Kassel und bei dem anderen Gespräch sie die Dienste eingestellt hatten. Die Propaganda war hinreißend. Seriös nicht wahr, andere wussten auch nichts. Der Wert amerikanischer nachrichtendienstlichen Bekundungen aus der DDR, da haben wir keinen Grund zu sagen, die waren gut und wir waren schlecht. Das stimmt einfach nicht. Und er hat dann zum ersten Mal ganz offen rausgelassen, wie knapp das alles geworden ist. Und wir waren an dem zweiten Abend hier in Bonn, das war das sogenannte Gegenessen im Hotel Bristol. Und da saßen wir, ging wie in Bonn, langweilig zu, bis das Essen beikam, was mir an dem Abend sehr recht war. Und wir waren sozusagen isoliert am Kopftisch. Auf der einen Seite war Bernd Vogel, der war damals Präsident des Bundesrats, auf der anderen Seite Philipp Jenninger. Er war Bundestagspräsident. Ich habe die beiden gebeten, sich mit ihren DDR-Leuten nach der anderen Seite zu beschäftigen. Ich saß zwischen dem Mittag und dem Generalsekretär Honecker. Und da sind die zum ersten Mal aus dem Loch rausgegangen und haben also drüber geredet, was sie noch alles brauchen. Nicht im Summen, aber das war in die Richtung. Und da war für mich, übrigens sehr stark unterstützt von Franz Josef Strauß, das hat er immer so genauso gesehen. Das war ein Punkt der Gemeinsamkeit, was viele auch in der Union nicht verstanden, dass wir sagten, dann machen wir es mit Geld. Und dann war die Rechnung, ihr lasst Leute zu Besuch raus und wir geben Darlehen. Ganz brutal. Und das, glaube ich, war der eigentliche Punkt, wo die DDR-Propaganda zu Hause kaputt gegangen ist. Dass ja dann 88, 89 Millionen DDR-Bürger hier waren. Viele dann mehrmals. Dass der Familien, die Definition Familie zu sagen, ganz weit, Nennonkel war plötzlich Familien, ausgeweitet wurde. Und das Ergebnis war, dass überall in den Dörfern und Städten nicht nur das Westfernsehen, das war ja im Dresdner Raum auch nicht zu sehen, gesehen wurde, sondern dass plötzlich die Leute sagten, das ist ja wirklich so. Ich habe das beinahe körperlich erlebt. Wie viele Leute da vor dem Kanzleramt standen oder Ludwigshafen am Sonntag abhasten und dann gekommen sind. Früher waren sie in der Ecke gestanden und haben gesagt, das ist der Bundeskanzler, der läuft da allein auf der Straße rum. Also diese ganz andere Einschätzung der Lage. Ich glaube, das war der Durchbruch. Sie konnten den Leuten nicht mehr sagen, hier sind die Leute verelendet, sondern sie leben ihr Leben.
Sie haben gerade Strauß und Kredite angesprochen. Sie hat Strauß eigentlich je erfahren, dass Sie diesen berühmten Milliardenkredit sozusagen ihm zugespielt haben über Schalk-Golodkowski? Das ist auch in der Form nicht ganz. Also der Strauß hat ihr selbst gesagt, er habe es eingefädelt. Jetzt müssen Sie, er hat den entscheidenden Anteil. Und Sie hatten dem Schalk gesagt, kümmert dich mal. Ich nicht, aber ich habe sagen lassen, und zwar aus gutem Grund, weil ich auch, ich hätte das als CDU-Vorsitzender nie durchbringen können, in CDU und CSU, wenn wir sozusagen den Franz Josef nicht dabei gehabt. Die Sozialdemokraten oder die FDP hätte mich in dieser innerparteilichen Situation überhaupt nichts genutzt. Aber nachdem der Franz Josef wie das, was er gemacht hat, immer total gemacht hat und gleichzeitig die bayerischen Banken zu den Führungsbanken... Es war so, der Schalk-Golodkowski war zu Jenninger gekommen. Ja. Also ich brauche Geld. Da haben Sie gesagt, dem Jenninger, der soll zum Strauß gehen. Ja. Aber Strauß wusste nicht, dass Sie das so gesagt haben. Doch, das habe ich auch später drüber gesagt. Das war kein Staatsgeheimnis. Aber wenn Sie das überlegen, der Franz Josef hatte immer super Parteitagsergebnisse gehabt. Ein Parteitagsergebnis bei der Wahl unter 90 war ja eine Majestätsbeleidigung. Das war sein schlechtestes Ergebnis. Danach, weil selbst viele CSU-Leute anfingen, am großen Vorsitzenden zu zweifeln. Übrigens, das war super angelegtes Geld. Der deutsche Steuerzahler hat ja keine Mark bezahlt. Wir haben ja nur den Bankkredit verbürgt als Bundesrepublik. Das war ein normales privatbankliches Geschäft. Insofern finde ich auch im Nachhinein, war das sehr gut. Und das hat der Franz Josef ganz entscheidend, und zwar aufs Positive gemacht. Mit einer ungeheuren Energie. Das war ein Thema, das ihm gefallen hat. Jetzt kommen wir mal zur deutschen Einheit. Es werden die Grenzen geöffnet. Ungarn, es kommen die Deutschen. Es wird dramatischer. Es sitzen in der Prager Botschaft Hunderte, Tausende von Deutschen. Und es wird dann ausgehandelt, die dürfen rauskommen. Sie hatten, glaube ich, zu der Zeit eine Operation gehabt und konnten nicht weg. Also Genscher fährt nach Prag. Mit Rudi Seiders, ja. Mit Herrn Seiders. So, da ist der Eindruck damals gewesen, dass Seiders sozusagen als Aufpasser mitfährt, damit Genscher nicht zu viel von dem Ruhm abbekommt. Nö. Also da sehen Sie den Hans-Dietrich Genscher schlecht. Selbst wenn man ihn einen Aufpasser hätte schicken wollen, in der Sache war er engagiert und war ein viel zu alter, erfahrener Fuhrmann, also dass er da eine Scheibe weggelassen hat. Er hat ja die Verhandlungen geführt und deswegen war es ja ganz richtig. Und selbst wenn ich gekonnt hätte, wäre ich nicht gefahren. Weil der Bundeskanzler meine in der Situation um eine Nuance zu viel gewesen wäre, in der optischen Wirkung. Sie dürfen ja nicht vergessen, in Prag saß ja eine reine stalinistische Gruppe. Das waren ja völlig unbelehrbare Leute. Leute, mit denen man ja bis zuletzt am Stalinismus festgehalten hat. Und auf der anderen Seite war ja der nackte Zorn in Ost-Berlin. Das wäre keine kluge Politik gewesen. Ich finde, das war sehr, sehr gescheit, wie das gelaufen ist. Denn die DDR musste ja ungeheuer schlucken an der Sache in Ungarn. Das war ja vorher. Und wissen Sie, man darf ja nicht vergessen, die Weltöffentlichkeit. Bei den heutigen Betrachtungen fällt ja meistens weg, was andere gedacht haben. Diese Deutschen aus ganz Deutschland, die sich dann in Ungarn festgesetzt hatten und die dann aus dem Schilfgürtel am Neusiedlersee rauskamen und hinknieten, das hat die Amerikaner ungeheuer beeinflusst. Ich weiß, was wie Bush und andere das im Weißen Haus mit ihren Familien gesehen haben. Oder die Senatoren. Bei uns ist ja immer so eine Meinung, die anderen merken das nicht. Für einen Amerikaner ist der Begriff Freiheit nicht irgendwo ein Leibbegriff. Und da waren Leute, haben alles liegen und stehen lassen, sind so wie sie waren, mit kurzen Hosen und mit einem Hemd, in die Freiheit. Das war eine ungeheure Wirkung. Es kommt dann der 9. November mit der abendlichen Öffnung der Mauer und Sie sind gerade in Polen zu einem ganz wichtigen Staatsbesuch da. In welchem Augenblick haben Sie das erfahren, dass die Mauer auf ist? Ja, noch an dem Abend, in der Nacht, als es passiert ist, da rief der Edward Ackermann, mein Mitarbeiter, an
Und ich wollte sie gar nicht glauben. Ich wusste, dass das alles in Bewegung geraten war. Aber dass es in der Form geht, das wusste ich nicht. Und dann hat sich eine ganz ungute Situation entwickelt in Prag, weil der Staatspräsident Jaruzelski... Sie meinen in Warschau? Entschuldigung, in Warschau, ja. Weil der Staatspräsident Jaruzelski, dem das Ganze zuwider war, wie übrigens anderen auch, obwohl es damals eine frei gewählte Regierung war, dann in einer sehr seltsamen Weise darauf bestand, der Besuch müsse zu Ende geführt werden. Und ich habe mit solchen dramatischen Begründungen zu einem großen Empfang eingeladen und so. Und dann habe ich einfach gesagt, ich komme wieder, das hat mir aber niemand geglaubt. Und dann bin ich weggeflogen. Und dann waren nur Schwierigkeiten. Ich durfte das DDR-Gebiet nicht überfliegen. Ich musste dann den Weg übers Meer machen, bin ich dann in Hamburg endlich gelandet. Und der amerikanische Botschafter, ich konnte ja mit der Bundeswehrmaschine nicht nach Berlin, hat mich dann die Maschine nach Berlin gegeben. Als ich dann nach Berlin kam, das war ja dann am Tag danach, hat sich also die ganze Grandiosität der Stunde gezeigt, indem der Senat von Momba auf der einen Seite und die CDU auf der anderen Seite ziemlich zerstritten nicht zu einer gemeinsamen Kundgebung aufgerufen hatten. Die CDU war dann an der Gedächtniskirche. Sie waren erst mal beim Rathaus. Ja, da bin ich zum Rathaus und da haben mich die versammelten Linken von Berlin ausgepfiffen, wie es schärfer nicht ging. Aber da in dem Moment rief doch Gorbatschow an. Er kommt gerade hier rein, von nicht in dem Moment. Das war dann, während ich redete. Da bin ich ordentlich ausgepfiffen worden, ein Bild, das in der ganzen Welt furchtbaren Schaden angerichtet hat, weil das übertragen wurde und vor allem auch, weil Momba diesen elenden Satz sagt, es geht nicht um Wiedervereinigung, sondern es geht um Wiedersehen. Und als ich von Wiedervereinigung gesprochen habe, dass dann in dem Moment das Geschrei losging, ich ausgepfiffen wurde. Und während wir dann auf dem Balkon standen, am Schöneberger Rathaus, hat Gorbatschow sowohl bei mir als auch bei Brandt Rückfrage gehalten, angerufen, ob es stimmt. Und das war schon eine entscheidende Stunde, vielleicht überhaupt die entscheidendste. Ob es stimmt, dass, was der Stasi und vor allem der KGB ihm einreden wollten, dass wie 1953 sowjetische Einrichtungen, Soldaten gefährdet seien, dass sozusagen ein Volksaufstand à la 56 Ungarn oder sowas losbricht. Und wir haben dann intensivst, und das war sicherlich ein Glücksfall, dass wir inzwischen ein Vertrauensverhältnis hatten, ihn beschworen, das nicht zu glauben, und hat die Soldaten in den Kasernen gelassen. Was passiert wäre, wenn sowjetische Panzer an den Checkpoint Charlie gefahren wären, wäre vor allem gewesen, dass die ganze Welt erkennen musste, dass die Demarkationslinie des Potsdamer Abkommens immer noch gilt. Mit furchtbaren Wirkungen nach jeder Seite. Gott sei Dank ist es anders gekommen. Ich war dann anschließend vor weit über 100.000 im Schöneberger Rathaus und bin dann nachts mit zwei, drei Mitarbeitern allein rübergelaufen. Und an der Siegessäule habe ich dann nachts um drei ein ganze Gruppen aus Ost-Berlin plötzlich erkannt. Ich war ganz mit ein paar Mitarbeitern allein und es war ein unglaubliches Szenen. Mussten Sie dann Pass vorzeigen, als Sie rübergegangen sind? Na, da gab es ja gar nichts mehr dazu. Die Grenze war hinüber. Die Leute sind rüber und übergerannt. Die Posten haben mich dann erkannt und haben salutiert. Und es blieb ja auch dann eine ganze Weile bis zu dem, als wir das Brandenburger Tor öffneten und der Oberst vom Wachregiment Felix Tschetschinski meldete dem Bundeskanzler keine besonderen Vorkommnisse. Das sind sehr unvergessliche Erinnerungen. Wenig später haben... Sie sind dann nach Polen zurück. Sie sind nach Polen zurück? Ja. Kamen wieder nach Deutschland und haben dann überlegt, was sie machten und haben dann den 10-Punkte-Plan ausgearbeitet. Da gibt es uns zwei verschiedene Darstellungen. Herr Telschik sagt, Sie waren in Oggersheim, hat ihn da runtergeschickt und er kam unkorrigiert zurück. Es gibt aber auch die Darstellung, dass Ihre Frau dann die korrigierte Fassung in Oggersheim selber getippt hat. Wie war es? Also wie es eben war. Wir haben hier heftig diskutiert und haben
Es waren sehr unterschiedliche Meinungen. Der Ausgangspunkt war, es war eine völlig diffuse Situation entstanden. Man darf nicht vergessen, während all dieser Dinge lief ja das Entscheidende, nämlich die Abrüstungsgespräche zwischen Washington und zwischen Moskau. Wir tun ja so, als seien wir der Nabel der Welt. Wir waren auch damals nicht der Nabel der Welt. Und in dieser Situation hinein kamen ja auch dann zunehmend Stimmungen aus dem Westen, muss es jetzt sein. Und für mich war klar, dass man irgendetwas tun muss, und so entstand die Idee, eine Regierungserklärung abzugeben. Und dann war natürlich das Problem, was immer in Bonn ist, bis zum heutigen Tag. Wenn vier zusammensitzen, steht es wenige Stunden später in irgendeiner Zeitung. Alles, was wir dabei beredeten, war im Blick auf internationale Öffentlichkeit nicht geeignet. Zumal wir ja noch selber nicht wussten, ich jedenfalls nicht wusste im Detail, wo wir abkommen werden. Und dann hat Tilschik natürlich recht, haben wir an dem Entwurf gearbeitet, aber den eigentlichen Entwurf hat meine Frau in einer Reiseschreibmaschine geschrieben. Deswegen rückte die auch nicht raus, das hielt sie fest. Und an dem Mittag war ich in der Tat in Ludwigshafen allein, also in Ludwigshafen-Ockersheim allein. Und mein Gesprächspartner war dann der Kollege Scholz, weil ich über das Thema Föderalisierung der völkerrechtlichen Beziehung nicht genug wusste und auch kein Material zu Hause hatte. Und er nun ein anerkannter Völkerrechtler war, dann habe ich ihn, ich weiß nicht mehr genau, entweder in Berlin oder in München erreicht und immer wieder Fragen gestellt. Und dann hat er wieder zurückgerufen und sah mal, nach der Art eines Studenten, eines Professors, haben wir uns an den Quellen vorgearbeitet. Und das hat sich dann... Weil Sie das Wort Konföderation nicht benutzen wollten, ne? Ja. Und dann sind wir am nächsten Tag, war eine miese Stimmung, weil alle mich fragten, was sagst du denn? Und ich habe gesagt, ich sage nichts vorher, weil das eben eine ganz schwierige Sache war. Und man darf ja nicht vergessen, wir reden diese ganze Zeit von dem, was bei uns passierte, oder was Gorbatschow gemacht hat. Aber die Wahrheit war doch, dass gleichzeitig unsere westlichen Freunde, ich spreche jetzt nicht von den Amerikanern, Frau Thatcher und Herrn Mitterrand, die überhaupt nicht auf dem Dampfer waren, jetzt müssen wir den Deutschen zur Einheit verhelfen. In Großbritannien konnte man hören und lesen, zweimal haben wir sie geschlagen, jetzt sind sie wieder da. Und der François Mitterrand war heftig in Zweifel. Er hat schließlich ja später ein ganzes Buch am Ende seiner Amtszeit geschrieben, um darzustellen, dass er eigentlich dafür war. In diesem Augenblick war er nicht dafür. Er war hin und her gerissen. Auf der einen Seite war er schon klar, dass das ein undenkbarer Zustand ist, ein Volk auseinanderzureißen. Aber für die französische Politik, für das Quai d'Orsay, war das ein Zustand. Der war nicht so weit von Grobico entfernt. Und der Margaret Thatcher braucht man gar nicht zu sagen, die hat es ja offen gesagt. Dann haben sie die damalige, ein paar Wochen später, die damalige niederländische Regierung vorgeschickt. Dann haben die verlangt, dass eine Friedenskonferenz stattfindet. Da hätten wir das Ganze vergessen können, wenn alle kriegsführenden Mächte des Zweiten Weltkriegs... 110 Länder, glaube ich. Mehr als 110. Eine ganze Reihe davon, die in den letzten 10 Tagen den Krieg erklärt haben, nicht weil sie jetzt plötzlich gegen Hitler und die Deutschen waren, sondern weil sie Patente gestohlen haben. Man kann das ja ganz offen... Ich bin jetzt so ein freier Mann, ich kann jetzt viel offener darüber reden. Und deswegen war das ganz wichtig, als wir dann... Im Dezember. In Straßburg dann der EG-Gipfel. Ja, das war in meiner ganzen Laufbahn in Europa die jämmerlichste Sache, die ich erlebt habe, für mich. Das war ein Tribunal für Sie? Ne? Das war ein Tribunal. Das war der normale EU-Gipfel, normaler Vorsitz der Franzosen. Normalerweise wäre das eine gute Sache gewesen, mit gut Essen und Trinken. Und stattdessen bin ich immer da reingekommen, wie die Angeklagten. Mit Ausnahme von Philippe González, der Einzige in Europa gewesen, und Jacques Delors, die immer zu uns hielten und sagten, es muss sein, das ist euer Recht, waren alle anderen also zwischen eiskalt wie sehr frostig und ablehnend. Und es war eine, es ging die Angst einfach um, das darf man nun auch nicht vergessen, dass eben viele glaubten, jetzt gehen die ab. Jetzt kommt die Neutralisierung der Bundesrepublik, die gehen aus der des Vereinten Deutschlands, die gehen aus der NATO raus, gehen sie aus der NATO raus, ist die europäische Gemeinschaft kaputt.
alles war umsonst. Die Angst ging schon um, es ist auch sehr geschürt worden. Und dann muss man noch sehen, die nächsten Wochen war ja eine fieberhafte Tätigkeit. Ich habe das immer nur mitgekriegt. François Mitterrand trifft sich mit Margaret Thatcher, dass die nicht den Rosenkranz gebetet haben an dem Tag. Das war auch ziemlich Mitterrand klar. Mitterrand war vorher noch in Kiew bei Gorbatschow. François Mitterrand war in Kiew bei Gorbatschow. Und dann haben die Polen, wo sie nur gingen. Und dann ist eine ganz andere Frage hereingebrochen, die ganz, ganz bitter war. Wir hatten ja immer die deutsche Politik bis hin zum Bundesverfassungsgericht die These vertreten, Potsdam ist kein abschließendes Urteil. Die territorialen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland werden in Friedensvertrag gelöst. Das haben wir immer gesagt. Und nach einer Weile war doch klar, es gibt in absehbarer Zeit gar keinen Friedensvertrag. Da haben wir mit leben können. Wir haben ja nicht gedacht, dass morgen diese Chance kommt. Aber wenn man dann im 1990, Beginn 90 vom Friedensvertrag geredet hätte, das Tor war für ein paar Monate, das Fenster war für ein paar Monate offen, das ist heute hier ganz einfach feststellbar, beweisbar, da wäre es überhaupt nichts geworden. Und stattdessen mussten wir halt eben sehen, wie kommen wir jetzt hin. Und dann brach natürlich die Realität Deutschlands und Europas über uns herein, die Oder-Neiße-Grenze. Da haben Sie sich ja sehr lange drängen lassen. Es wurde Ihnen ja auch vorgeworfen, Sie hätten es gemacht, um sozusagen den Republikanern Stimmen zu nehmen. Ich habe das gemacht, um eine Mehrheit zu haben. Die, die damals auf uns einredeten, hatten ja die Situation nicht. Wir hatten 1945 als Ergebnis des von den Nazis vom Zaun gebrochenen Zweiten Weltkriegs ein Drittel des deutschen Reichsgebiets verloren. Nicht irgendein Gelände, das die Nazis geraubt hatten, Königsberg und Breslau. Und das kann ja nur niemand sagen, dass das nicht Städte waren, die traditionell mit der deutschen Geschichte und dem deutschen Leben der Geschichte aufs Engste verbunden waren. Es waren über 12,5 Millionen Menschen, die ihr Land, ihr Haus, ihr Hof, ihre Heimat verloren hatten. Dies ist eine ungeheuer bittere Erfahrung für Millionen Menschen gewesen. Das ist ja noch bis zum heutigen Tag bei vielen. Natürlich wussten wir auch, wer Grenzen in Europa in Frage stellt, spielt mit dem Frieden. Das war klar. Aber für mich war klar, dass ich die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze verbinden muss gegenüber den Vertriebenen und vielen anderen, mit der Frage, bist du, das mag man demagogisch nennen, aber ich bekenne mich dazu, das war meine entscheidende Frage in der eigenen Bundestagsfraktion, wo ich denen massiv entgegentrat, ich sagte, das können wir nicht machen. Ich sagte, ihr müsst ganz einfach dann sagen, macht ihr einen Antrag im Bundestag, wir sind gegen die Öffnung für 17 Millionen Deutsche im Verein Deutschland und wir akzeptieren dafür die Oder-Neiße-Grenze nicht. Oder er sagt, wir sollen mit den 17 Millionen zusammenleben und dafür zahlen wir den Preis der Geschichte mit der Oder-Neiße-Grenze. Und wenn Sie mich fragen, was eine Meisterleistung war, dann glaube ich, als die Abstimmung über die Oder-Neiße-Grenze im Deutschen Bundestag war, waren es weniger als 20 Stimmen, die dagegen waren. Und es hat immerhin einen Abschied deutscher Geschichte beendet und hat überhaupt die Möglichkeit gebracht, die da so schnell sagten, ihr müsstet. Ich habe immer gesagt, ich gebe mein Wort, dass ich es mache. Aber den Zeitpunkt müssen wir schon selbst bestimmen. Und dann war es ja auch kein Thema. Sie haben vorhin erzählt, dass es eine große Angst gab, dass Sie das gespürt haben in Straßburg schon, Deutschland geht aus dem westlichen Bündnis heraus. Sie haben dann im Frühjahr vor dem EG-Gipfel, der dann in Dublin stattfand, Mitterrand gesagt, lass uns zusammen einen Brief schreiben, dass wir jetzt den Einheitsprozess schneller machen. Und Mitterrand ist ja darauf angesprungen, der war ja besonders glücklich, weil er ja immer für die gemeinsame Währung war, die sie nicht unbedingt so stark vertreten haben. Kann man eigentlich damit sagen, dass der Euro die Preis für die deutsche Einheit war? Nein, das ist halte ich für ganz falsch. Was man sagen kann ist, das ist ja nur ein Teilaspekt, dass sich eigentlich die adenauerische Devise schneller entwickelt hat, der uns Jungen immer eingebläut hat,
Deutsche Einheit und europäische Einigung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und es gab einen geschichtlichen Glücksfall, dass wir die Medaille auf den Tisch legen konnten und beide Seiten betrachten konnten. Die deutsche Einheit und die europäische Einigung. Es ist überhaupt keine Frage, dass die deutsche Einheit nicht ertragen worden wäre von unseren Nachbarn, ohne den entscheidenden Schritt zur schnelleren Einigung, was dann zu den Verträgen führte, die die europäische Einigung schneller vorangebracht haben. Im Übrigen, denke ich, ist es ja auch die einzig vernünftige Politik. Denn wenn es uns nicht gelingt, die Ostgrenze Deutschlands, das ist die Oder-Neiße-Grenze, in einen Zustand zu bringen, wie heute die Westgrenze ist zwischen Rheinland-Pfalz oder Saarland oder Baden zu Frankreich, wird es keinen Frieden geben. Die Oder muss wenigstens im Ablauf einer Generation in einer Situation sein, der Oderraum, wie heute, wenn Sie von Straßburg nach Kehl gehen oder umgekehrt. Sie gehen über eine Staatsgrenze, aber Sie sind mitten in Europa. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil es Frieden bedeutet. Ja, aber ich möchte noch mal auf den Euro kommen. Die Franzosen, für die war es ja besonders wichtig, sozusagen, die haben ja von dem Diktat der Bundesbank häufiger gesprochen. Und denen war es ganz wichtig, das zu nehmen, was sie als deutsche Identität sahen, nämlich die D-Mark. Die Deutschen einbinden. Sie haben ja lange Zeit gezögert, bis sie nachgegeben haben. Aber hier haben sie nachgegeben. Ich habe gezögert, weil mir die Reihenfolge richtig war. Das wird sich ja jetzt sehr rasch zeigen. Der Euro legt ja nun, lassen Sie mal 5 Jahre ins Land gehen, und ist wirklich da, als Zahlungsmittel auch praktisch. Der Euro legt ja nun schonungslos die Schwächen jeder europäischen Volkswirtschaft offen. Auch die Schwächen, die es in unserer Volkswirtschaft gibt. Aber anderswo, ich will jetzt Länder weglassen, gibt es noch größere. Und nach einiger Zeit gab es ja auch in Frankreich plötzlich die These, das mit dem Euro ist ja schön und gut, aber jetzt hat die Bundesbank alles übernommen. Und es hat sich ja dann auch gezeigt, als dann sozusagen die Satzung der Bundesbank gezimmert wurde, das alles, was über den Riesenverdienst von Theo Weigel waren, ist, das alles in einer unglaublichen Kleinarbeit durchzubohren, mit toller Unterstützung von einer Reihe von Leuten, wenn ich etwa an den italienischen Finanzminister, den Kollegen Ciampi, einer der ganz Großen auf diesem Feld dieser Erde betrachte, das hat uns ein gutes Stück weitergebracht. Aber nicht jeder, der dann für den Euro war, hat schon erkannt, dass der Euro Europa verändert an diesem Punkt. Und dann kam ja die Nagelprobe bei der Bank. Und das muss ich Ihnen schon sagen, das gehört zu meinen unvergesslichsten Stunden. Als alle sich anguckten, man kann auch sagen, stumm vor sich hinguckten. Und es war klar, an diesem Tag wird entschieden. Und der François Mitterrand als Zweitletzter dann sagte, alle Gründe aufzählte, warum eigentlich der Euro, der die Europäische Zentralbank nach Paris muss. Aus seiner Sicht gab es überhaupt keinen Grund. Und dann aber gesagt hat am Ende, er sagte nie ich, sondern immer Frankreich, stimmt für Frankfurt, für den Bundeskanzler. Und noch viel schwieriger war ja, der hat keine lange Rede gehalten, der britische Premierminister, John Major. Und der hat auch gesagt, dass es natürlich gar keinen Zweifel geben kann, dass die Bank nach London müsste. Das heißt, es gibt nur nach New York nur ein zweites Zentrum und, und. Und sagt aber, da die D-Mark die wichtigste europäische Währung ist, und weil für Deutschland die D-Mark eine besondere Bedeutung hat aus der Geschichte der Bundesrepublik, stimmt Großbritannien, das Vereinigte Königreich, so in die amtliche Formulierung, für Frankfurt. Das war eine große Stille. Und viele haben bei uns überhaupt nicht kapiert, was da passiert ist langfristig. Ein paar kommunale Idioten in Frankfurt haben als erstes mal gesagt, jetzt werden die Wohnungspreise, die Mietpreise steigen. Das ist eine sehr idiotische Reaktion, zu der manche in Deutschland fähig sind. Aber was das auf die Dauer bedeutet, haben viele noch nicht begriffen,
In 5 Jahren wird es schon ganz anders aussehen. Nun gab es ja einen zweiten Punkt, als es darum ging, den ersten Präsidenten der Europäischen Zentralbank zu ernennen. Und zu Zeiten von Mitterrand hieß es immer, Sie haben mit Mitterrand einen Deal gemacht. Nein. Das ist immer behauptet worden, Mitterrand hat es übrigens auch nirgendwo hinterlassen. Wer das aufgebracht hat, weiß ich, es ist in Paris aufgebracht worden, vielleicht auch aus innenpolitischen Gründen. Es gab kein Versprechen über den Präsidenten. Bloß als die Präsidentenfrage kam, hatten übrigens die Franzosen einen anderen Kandidaten. Es ist in der Zwischenzeit auch alles verwischt worden. Als die Debatte aufbrach, ist ja ein ganz anderer Name genannt worden. Und erst am Ende haben die Franzosen den Kandidaten fallen lassen. Das war eine sehr schwierige, eine sehr bittere und auch übrigens ganz unnötige Diskussion. Das war keine Meisterleistung der EU-Präsidentschaft, das waren damals die Briten, aber links zum ersten Mal. Aber auch ein schwieriges Verhalten des französischen Präsidenten. Ja, natürlich. Wir sind bei dem Punkt ganz am Anfang, als Sie mich fragten, warum sind Sie am Montag nach der Wahl nach Paris gefahren? Der Grund ist, ich habe es ja gesagt, die Grande Nation ist eine Sache und das, wer das nicht respektiert, soll einfach aufhören, europäische Politik zu machen. Deswegen muss man sich ja nicht beugen. Es ist eine ganz andere Angelegenheit. Und im Übrigen, finde ich, ist das, was wir gemacht haben, ist ein Glücksfall. Wir haben ein EZB-Präsidium, also die Verantwortlichen der Europäischen Zentralbank. Das ist das Beste, was wir in Europa zu bieten haben. Angefangen vom Präsidenten, aber ich nenne mal die frühere Präsidentin der finnische Nationalbank, das ist eine Frau, ist auch ein Novum, die da drin sitzt. Das sind exzellente Leute. Wissen Sie, Währung ist ja nicht irgendeine Sache, in Deutschland schon gar nicht, nach den Erfahrungen mit 2 Inflationen. Wegen der Europäischen Zentralbank kann ich und jeder normale Deutsche, wenn er sich künstlich aufregt, rückschlafen. Und das ist ein sehr beruhigendes Gefühl. Dazu ist es gekommen, eben weil Sie gesagt haben, es ist unglaublich wichtig, dass wir den Einigungsprozess in Europa vorantreiben. Beim Einigungsprozess in Deutschland gab es jetzt erstmal die Währungseinigung. Und häufig ist kritisiert worden, ein Mark zu einem Mark, natürlich. Das war viel. Wären Sie bereit, ein bisschen selbstkritisch darüber nachzudenken? Ja, das habe ich oft genug getan. Ich komme aber zum gleichen Ergebnis. Also wenn wir jetzt hier in einer Seminardiskussion eines erstklassig geführten Lehrstuhls für Finanzwirtschaft und Finanzpolitik eintreten, werde ich relativ rasch einräumen, Sie haben recht. Aber ich war nicht in einem solchen Seminar. Ich war in der mit Weigel, mit Schäuble und mit den anderen in der lebendigen Wirklichkeit Deutschlands. Ich war in einem Land, in dem, wo ich hinkam, ich zitiere immer dieses Beispiel besonders gern, am Flugplatz in Leipzig, als ich landete, einmal mehr, ich war ja dauernd damals viel unterwegs, das Riesentransparent hing, Helmut, wenn die D-Mark nicht nach Leipzig kommen, dann gehen die Leipziger zur D-Mark. Und sie haben es ja gemacht. Viele Leute haben ja vergessen, wie viele plötzlich über Nacht einfach fortgelaufen sind und haben gesagt, wir bleiben hier nicht. Erstens, die machen wieder einen eisernen Vorhang. Es gab ja solche Genies der deutschen Politik, solche Tölpel, die sich als Genies ausgaben, die sagten, müssen wir wieder die Grenze zumachen und was es alles gab. Wenn Sie das rein vom Ökonomischen her betrachten, kann man die Meinung vertreten. Aber die politische Wirklichkeit war doch, das ist ja sowieso das Problem im Verhältnis, alte Bundesrepublik, alte DDR, was die Bürger betrifft. Die politische Wirklichkeit war doch so, dass eine andere Entscheidung in den neuen Ländern angekommen wäre, um eine Bestärkung eines Vorwurfs, der sowieso da ist, gefallen. Die respektieren unsere Lebensleistung nicht. Wir haben nicht umsonst gelebt. Wir waren genauso fleißig in Frankfurt an der Oder wie die in Frankfurt am Main. Aber ein beschissenes Regime hat uns um die Früchte unserer Arbeit gebracht. Es sind jetzt fast 10 Jahre vorbei und es ist viel passiert. Normalität ist es nicht. Kann es auch nicht sein in der kurzen Zeit. Es ist normal, wenn wir eines Tages da drüben eine Partei wie die PDS haben, die dann eine normale Partei ist? Nein, das ist nicht normal, weil es die nicht mehr geben wird.
das ist keine Dauererscheinung. Das sind Ewiggestrige, die halten sich aufrecht zur einen Seite, wo es junge Leute sind, aus einer Protestsituation heraus, die aus der konkreten Situation junger Leute dort entstanden ist. Und dann gibt es Leute, die halt eben Nutznießer des Regimes waren und die in der Tat was verloren haben, das ist ja wahr, weil sie auf Kosten anderer Leute das betrieben haben. Ich bin da gar nicht, die werden überhaupt nicht, werden schon sehr viel schneller eingebrochen, wenn sie nicht aus dem Westen Unterstützung bekommen. Aber in der Sache bin ich absolut sicher. Diese Normalität besteht darin, dass sie verschwinden. Wenn man Ihre Kanzlerschaft sieht, dann ist da sehr viel passiert. Sie haben angefangen mit der Raketenstationierung. Die hat zum Ende des Kalten Krieges mit beigetragen. Es kam die deutsche Einheit, also große weltpolitische Veränderungen. In Ihrer Zeit als Politiker, 25 Jahre lang CDU-Vorsitzender, haben Sie die CDU sehr stark verändert. Es ist in Deutschland auch sehr vieles anders geworden. Aber man fragt sich heute, es wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen, gewisse Dinge in unserem Gesellschaftssystem, vielleicht in unserem Sozialstaat zu verändern. Das hat nicht geklappt. Ist es in Deutschland schwierig, Reformen durchzuführen? Na, es ist überall schwierig, Reformen durchzuführen. Schauen Sie mal andere Länder an. Wenn Sie jetzt mal nicht die Propaganda nehmen, weil einer sagt, ich mache Reformen, sondern wirklich gucken, was macht er für Reformen. Dann kommt es natürlich auch ein bisschen aufs Wahlsystem an, ob Sie eine mehr ein Wahlsystem haben wie in Großbritannien, wo praktisch Sie nur regieren können und dran kommen mit einer absoluten Mehrheit, oder ob Sie eine Koalition machen wollen. Was besser ist wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Früher war ich dieser Meinung, seit vielen Jahren bin ich nicht mehr dieser Meinung. Wissen Sie, ich weiß nicht, das kommt ja aus dem 19. Jahrhundert. Und das Lebensgefühl von uns Heutigen entspricht nicht dem, dass 50,1 alles haben und 49,9 gar nichts haben. Ich habe Zweifel, ob das so richtig ist. Ich bin auch im Zweifel, ob sich das System hält. Es ist ja weltweit auf dem Rückzug. Aber es ist jedenfalls, in unserem Breitengraden ändert es niemand mehr. Das brauchen wir nicht drüber reden, es ist verlorene Zeit. Die Zeit ist so, dass das Regieren aus einem anderen Grund schwieriger geworden ist. Ich sage das nicht in beklagendem Ton, sondern es ist eine Realität. Wir haben die Lage, dass natürlich bei jedem Schritt der Politik eine ungeheure Publizität entsteht. Und dass beispielsweise das, was einfach notwendig ist, einfach mal einen Gedanken haben, ohne schon zu wissen, ob das richtig ist, das zur Debatte zu stellen. Wenn Sie also jetzt beispielsweise sagen, was ja niemand bestreiten kann, dass wir ein überaltertes Land sind, dass wir über 4 Millionen über 80-Jährige haben, dass die Zahl der Geburten zurückgeht, die Zahl der Leute älter wird, dass jemand mit 28 Jahren die Hochschule verlässt und mit 60 wieder in Ruhestand gehen. Lebenserwartungsspanne ist zwischen 6 und 77, das heißt 16 Jahre Pension, 30 Jahre Ausbildung, 46 Jahre auf der einen und 30 Jahre im Ertrag. Die Rechnung kann nicht aufgehen, das brauche ich nicht mal Mathematik zu studieren. Aber wie kann ich jetzt also das ändern? Und dann folglich sind Sie ja zwangsläufig in der Frage, wie kann ich es machen in der Medizinversorgung? Wie kann ich es machen bei den Krankenhausbetten? Die Kinderzahl geht zurück. Die Frage der geriatrischen Kliniken gewinnt an Bedeutung. Aber wenn Sie jetzt nur das nachdenklich sagen, haben Sie doch die Schlagzeile, Sie schaffen die Geburtenstation ab. Aber ein veritabler Oberbürgermeister und Landrat sagt, in meinem Krankenhaus ist es doch völlig undenkbar, dass diese Station nicht da ist. Und das sind nicht nur die Ärzte, sondern die ganze Stadt sagt, das gehört zur Ehre unserer Stadt und unseres Landkreises, dass wir das haben. Oder dass man sagt, der Rentenanstieg, so heißt es ja in der Formel, darf nicht anders sein als der Anstieg im Lohnbereich. Wenn aber im Lohnbereich das so ist, wie es auch war, dass kein Anstieg war, erhebt sich die Frage, warum steigt unsere Rente nicht? Das heißt, es ist ziemlich schwierig, Reformen zu machen, aber Reformen sind machbar.
Wir haben sicherlich unter anderem diese Wahl verloren bei der Bundestagswahl. Ich habe am Bundestagswahlprogramm der Union nichts zu verändern. Es ist nur die Frage, ob das überzubringen war, das, was da drin steht. Es sind keine riesigen Opfer. Wissen Sie, wenn Sie 30 Urlaubstage haben und wenn Sie 12 Feiertage haben, sind 42, plus Samstag und Sonntag kommen Sie auf 2 Monate Urlaub. Gibt es in der ganzen Welt nicht. Und dann verbohren Sie sich, ob Sie einen Tag im Krankheitsfall dazugeben. Ich war nicht der Erfinder des Feiertags. Und ich hätte es gerne gesehen, und es bleibt einer der unverständlichen Fragen, warum sich die Tarifpartner nicht geeinigt haben. Wenn Sie mich fragen nach einem Fehler, dann würde ich es einer der Fehler würde ich nennen, dass ich nicht darauf gesagt hätte, ihr macht es jetzt selbst, was Sie ja dann auch gemacht haben. Das ist Erfahrung. Aber wissen Sie, wenn Sie 8 Wahlen geschlagen haben und 7 gewonnen haben, müssen Sie das in Kauf nehmen. Adenauer hat ja gesagt, wer einmal von der Politik gegessen hat, der will immer mehr davon essen. Aber als Sie die Macht abgeben mussten, hatte man den Eindruck, Sie geben sie ab und sagen, das war's. Wenn das Wort das war's heißt, dass ich aussteige, dann wäre es falsch. Nein, wissen Sie... Ja, aber mit einer gewissen Gelassenheit. Ja, aber das will ich auch gerne begründen. Erstens einmal, ich kenne kein Gefühl, Blick zurück im Zorn. Sie können eine Aufgabe übernehmen und haben Unglück oder Pech. Sie können gar nichts bewegen, weil alle Tore zu sind. Ich hatte Fortune, nicht weil ich gut bin, sondern weil die Gelegenheit so war. Und da waren Tore offen, da konnte man durchgehen. Es hätte sein können, dass das über lange Zeit gar nicht passiert. Gut, ich habe die Gelegenheit benutzt, Sie haben das Bismarck-Wort zitiert, wenn der Mantel Gottes durch die Geschichte geht, Sie zuspringen und festhalten. Aber ich habe aber auch gleichzeitig, und das gehört ja nun in dieses Bild hinein, vieles machen können, was mich mit einer tiefen Befriedigung erfüllt. Und wenn Sie dann und unser Job muss doch auch, hat doch was mit Wörtern zu tun. Und wenn ein Bundeskanzler, der geschlagen ist, wird bei der Wahl, das ist ja ein demokratischer Vorgang, Regierung von heute ist Opposition von morgen und umgekehrt. Wenn der keine Wörter mehr ausstrahlt und zeigt und hat, wer soll es eigentlich haben? Das ist doch das Beispiel. Und das war für mich sehr wichtig, dass das dabei deutlich wird. Nicht nach dem Motto, macht euren Dreck alleine, nach dem berühmten Königswort bei der Abdankung, sondern nein, das ist seine Chance, die habe ich genutzt und jetzt hat ein anderer die Chance. Aber ich nehme doch keinen Abschied von der Politik. Es würde sich nicht ziemen, wenn man eine Wahl verloren hat, gleich das Maul aufzureißen und über alles Mögliche herzuziehen. Aber ich habe so ein paar Sachen, denen ich besonders innerlich verbunden bin. Ich habe gesagt, nach der Europawahl, nicht vorher, ich nehme auch keine Ämter an, weder für die Europäische Kommission noch für ein Reformprojekt, wie kann man die Kommission reformieren, halte ich nichts davon. Aber ich werde mich im Rahmen auch meiner internationalen Parteiarbeit nach der Europawahl in der Europapolitik wieder massiv engagieren, Beitrittsverhandlungen und was vieles andere ist. Und in Deutschland gibt es eine ganze Menge, was ich tun kann. Ich finde beispielsweise, was Sie vorhin gesagt haben, kümmern um Junge. Dass Sie einfach mal, und das ist eine der beglückenden Erfahrungen der letzten Monate, dass Sie einfach viele kommen. Wissen Sie auch aus der Fraktion, die haben den Kanzler, der kam da rein in die Fraktion, immer als der Kanzler weit weg oder im Bundestag. Jetzt sitze ich da, da können die, kommen die her, dann merken Sie mal, was der Helmut Kohl eigentlich für ein Kerl ist, wie man den Witze machen kann, mit dem man normal reden kann. Und das macht mir ausgesprochen Freude. Und solange ich gesund bleibe und meine Lebensfreude mir erhalten kann, worauf ich hoffe, dann mache ich das so. Ich habe keinen Grund, zurück im Zorn zu gucken. Ich habe Grund, viel Grund zur Dankbarkeit. Im persönlichsten Bereich, gegenüber meiner Familie, meiner Frau, meinen Kindern, meiner nächsten Umgebung, der Mitarbeiter und Mitarbeiter, die mich ja jahrzehntelang ertragen haben, meiner eigenen Partei, die mal mich höher gehalten hat, mal wieder weniger hoch gehalten hat, aber doch, das ist ja normal. Ich habe ja vielen Leuten auch auf die Füße getreten im Laufe dieser Zeit, manchmal mit Genuss,
Das hat mir keine Freundschaft verschafft, manchmal ohne es zu wollen. Und ich finde, das ist das Leben. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich anders reagiere, wie ich jetzt reagiere. An meiner Wiege stand nicht, dass ich Ministerpräsident und dass ich Bundeskanzler werde. Alle, die das erzählen, reden Quatsch. Aber ich war es 24 Jahre, Ministerpräsident und Bundeskanzler. Ich war 25 Jahre eine Figur, die einen gewissen Einfluss in der Partei hatte. Über was eigentlich sollte ich mich beschweren? Ich habe gar keinen Grund. Ich habe nur einen Grund, dankbar zu sein. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Natürlich recht haben wir. Ich habe gearbeitet.